Herzlich willkommen zu einer kleinen Ergänzung zur pauschalodierten Unterstützungskasse in zwei Bildern. Das Video, das ich unter Lehrvideo 260 vorgestellt habe, da geht es ja zum einen um das Bild des Sparbuchs, die Sicht des Mitarbeiters. Das Sparen für ihn, die Entgeltumwandlung ist für ihn nichts anderes als ein Sparbuch. Auch wenn vom Arbeitgeber Zuschüsse draufkommen, kommen die auf das Sparbuch praktisch drauf. Und aus Arbeitgebersicht war ja das Bild des Darlehens. Ich bekomme Geld, habe einen Liquiditätszufluss. Irgendwann muss ich das mit Zinsen zum bestimmten Zeitpunkt zurückzahlen. Das war ja das Bild. Und die Komplexität muss auch insoweit herauslassen, als es die Kapitalanlage betrifft. Wer das verstanden hat, dass ich vom Mitarbeiter Geld bekomme, das im Unternehmen bleibt zum günstigen, langfristigen, sicherheitenfreien Zins. Und auch wenn ich einen Zuschuss obendrauf gebe, ich diesen Zuschuss nur gedanklich gebe, nirgends irgendwas hinzahlen muss und mir praktisch Lohnaufwand, Personalaufwand, Gehaltsaufwand insoweit liquiditätsmäßig erspare, dass ich den erst in 20, 30 oder 35 Jahren zahlen muss, das sind alles praktisch Darlehen, gestundete, geliehene Gelder. Aus Unternehmersicht. Und ein Mitarbeiter, der hat natürlich sein Sparbuch, wo alles draufkommt. Die Kapitalanlage ist nur insoweit interessant, als ich irgendwo im Laufe der Zeit bis zur Auszahlung natürlich das Geld irgendwo anlegen, irgendwo arbeiten, irgendwo wirtschaften muss, dass es zum bestimmten Zeitpunkt, den ich jetzt schon kenne, einfach zur Verfügung steht. Und dieser Zeitpunkt, der steht ja fest. Ich weiß genau, wann wird der Mitarbeiter 65. Ich weiß genau, wie viel Geld muss zur Verfügung stehen. Das weiß ich zu jedem x-beliebigen Zeitpunkt. Und ich kann nicht das Geld an dem Tag irgendwo hernehmen oder ich kann alternativ auch hergehen und kann das systematisch ansparen oder ich kann natürlich auch ganz koordiniert meine Kontokorrenz zurückfahren, meine Bankdarlehen zurückfahren. Ich kann es im Unternehmen arbeiten lassen. Im Ergebnis muss ich den Zins erwirtschaften, den ich zugesagt habe. Und nicht mehr. Und wenn man das so versteht, Sparbuch, Darlehensgedanke auf der anderen Seite und ganz losgelöst auf der zweiten Schiene, die Kapitalanlageseite, die sein muss, insoweit, dass die Gelder natürlich zur Verfügung stehen, aber die natürlich beliebig ausgestaltet werden kann. Ich kann sofort komplett mit Sparen anfangen, ich kann 50% ansparen, ich kann später ansparen, ich kann es beliebig gestalten und ich kann natürlich auch in allen möglichen Assets investieren. Einmal richtig im Betriebsvermögen, in Expansion, in Wachstum, Rückführung von Darlehen, Rückführung von Kontokorrent oder natürlich am Kapitalmarkt. Und damit bedanke ich mich auch wieder für die Aufmerksamkeit und wünsche viel Spaß bei den nächsten Lehrvideos.